Gaming-Konzerne werden ja gern mal für alles Mögliche verklagt. Aber was, wenn ein Gaming-Konzern dich als YouTuber verklagt? Genau das ist letztens mit dem YouTuber Ruben Sim passiert. Der Kläger ist die Roblox Corporation. Er macht, naja, wer hätte es anders erwartet, Roblox-Content auf YouTube. Sehr trolligen Content. Die Roblox-Entwickler haben ihn verklagt auf alles, was er jemals mit seinem YouTube-Content verdient hat. Plus 1,6 Millionen Dollar Strafe, plus alle Anwaltskosten, plus Zinsen, plus alles andere, was Roblox vor Gericht noch einfällt. Und natürlich muss er alle seine Social-Media-Channels inklusive Content löschen. Das Schlimme an der ganzen Sache sind die Vorwürfe von Roblox an den YouTuber. Die gehen von schweren sexuellen Dingen, Schönreden von Amokläufen bis hin, dass er angeblich deren Roblox Developers Conference 2021 durch Terrordrohungen unterbrochen hat und dadurch erheblichen Schaden verursacht hat. Wow. Ich meine, das sind schon ziemlich heftige Vorwürfe. Wenn ein großes Unternehmen mit solchen Vorwürfen quasi an die Öffentlichkeit geht, dann muss die Beweislage sehr erdrückend sein, oder? Wie soll ich das jetzt sagen? Um es Beweislage nennen zu dürfen, müsste es eigentlich erstmal Beweise geben. Und naja, die gibt's halt nicht. Willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare. Denn all die Vorwürfe, ja, wirklich all die Vorwürfe sind frei erfunden. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden. Aber das ändert nichts daran, dass Unwissende die Vorwürfe trotzdem geglaubt haben. Der Ruf von Ruben Sim ist zwar vor allem innerhalb der YouTube-Community reingeblieben, aber außerhalb kam er nicht so toll davon. Riesengroße News-Plattformen haben die Vorwürfe von Roblox ernst genommen und darüber berichtet. Ruben Sim, der trollige Roblox-YouTuber, wird dabei gleich im ersten Satz als Leader of a Cybermob bezeichnet. Auf Deutsch so viel wie Anführer einer Cybermafia. Was meint Roblox damit überhaupt? Seine 700.000 Subs? Ist das die kriminelle Organisation hinter dem Mastermind Don Ruben Sim? Die Vorwürfe sind, nur um es nochmal klarzustellen, lächerlich. Aber die Medien fressen es ohne weitere Fragen. Ruben Sim ist eigentlich einer der YouTuber, die genau gegen das ankämpfen, was ihm in der Anklage vorgeworfen wird. In unzähligen Videos spricht er über die widerlichen Pädophilen, die sich über Roblox bzw. dazu passenden Discord-Servern an Kinder annähern. Dass das passiert, ist eine Sache und sollte natürlich kritisiert werden. Aber wo es Roblox scheinbar zu viel wurde, ist, wenn Ruben Sim, frech wie er ist, verlangt hat, dass Roblox etwas unternimmt gegen das Ausmaß an Kinderschändern auf deren Discords bzw. in deren Spiel. Als ob der Macher eines Spiels dafür verantwortlich ist, über die Kultur, die auf deren Servern herrscht. Zumindest würde ich so denken, wenn ich Roblox wäre. Aber natürlich sind die in einer Position, etwas gegen diese widerlichen Fakten zu unternehmen. Sie tun's nur nicht. Sie gehen lieber auf einen YouTuber, der Dinge exposed. Mit Beweisen. Roblox hatte sogar so wenig Gehirn übrig, dass sie einen Social Media Manager eingestellt haben, der ganz offen on the job einen Porno-Blog führt. Aber nicht mal normale Pornos, nein, so richtiger Fetisch-Furry-Scheiß. Und dazu hat er selbstverständlich auch Nacktbilder von sich selbst öffentlich geteilt. Alles in derselben Zeit, wo er auch bei Livestreams und Events von Roblox mit einer Schar an Kindern unterwegs war. Und Ruben Sim hat das direkt gecheckt. Das war noch weit von der Anklage entfernt und er hat auch das wieder exposed. Weil das geht halt wirklich gar nicht und wird zu Recht kritisiert. Jedes Unternehmen hätte diesen Typen direkt rausgeschmissen, aber Roblox, nein, 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 nein. Roblox wirft lieber dem YouTuber, der mit Beweisen exposed, vor, alles gefotoshoppt zu haben und Leute anzuschwärzen. Alles, während die Nacktbilder weiterhin direkt auf Tumblr verfügbar sind. Was für eine Shitshow. Ach ja, und dann gab's noch diesen Developer von Roblox, der ganz offen mit einem 12-jährigen Mädchen flirtet und sie dann von daheim abholen möchte, um mit ihr in ein Motel zu fahren. Sind wir froh, dass es Ruben Sim gibt, der das direkt gecheckt und gemeldet hat bei Roblox. Aber guess what? Roblox gibt keinen Fuck darüber, dass einer deren Lead-Developer ein offener Kinderschänder ist. Sie geben keine Informationen raus und unternehmen auch intern nichts. Ruben Sim wollte das Ganze zur Polizei bringen, aber hat leider nur die Discord-Infos und das Profil von diesem Typen. Die einzigen, die seinen Namen haben und weitere Infos, ist die Roblox Corporation. Und die verweigern aktiv, diese Infos rauszugeben. Dieser ganze Crap ist aber sowieso nur die Spitze des Eisbergs. Nachdem Roblox sich entschieden hat, Ruben Sim vor Gericht zu zerren, hat er direkt reagiert.
Er hat eine dreiteilige Videoreihe begonnen, die alle Vorwürfe von Roblox komplett auseinandernimmt und aufzeigt, wie dreist alles erfunden wurde. Einfach aus dem Nichts. Erfunden. Wie ein fucking Kinderbuch. Lauter haltlose erfundene Geschichten. Und nachdem das erste Video seiner Reihe rauskam, das bereits mit einigen Vorwürfen aufgeräumt hat, ist plötzlich etwas Unerwartetes passiert. Roblox hat die Klage gedroppt. Warum? Das weiß keiner so genau. Aber wir können uns ausmalen, warum. Vielleicht, weil durch diese Klage erstmals an die breite Masse kam, was für eine Scheiße eigentlich in Roblox abgeht. Kinderschänder, Pornografie, Glücksspiele, Hassreden. Rubensin wusste das die ganze Zeit, aber seine Zielgruppe hat sich eben immer auf Leute beschränkt, die Roblox bereits kannten. Durch diese Klage, großen Applaus an der Stelle an Roblox, hat dieses Thema eine Reichweite erhalten wie nie zuvor. Und nachdem die Anklagepunkte nichts weiter waren als ein Science-Fiction-Roman, wurde Roblox scheinbar klar, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, einen YouTuber mit mittlerweile 830.000 Abonnenten vor Gericht so lange zu halten, bis er sich's nicht mehr leisten kann. Weil vielleicht geht ja das eigene Unternehmen bis dann auch zugrunde, wenn diese Widerlichkeiten an die Öffentlichkeit kommen. Die Foreheads bei Roblox haben also einfach ihre Klage fallen gelassen. Aber das heißt nicht, dass Rubensin ganz ohne Kosten davonkommt. Denn das Ganze ist offiziell eine außergerichtliche Einigung und dadurch muss der YouTuber die Gerichtskosten nun selbst blechen. $150.000. Wirkt jetzt total ungerecht und das ist es auch, aber erstens America und zweitens hätte es deutlich teurer auch für ihn werden können, wenn Roblox ihren Schwanz nicht doch noch eingezogen hätte. Also ja, teuer für eine Privatperson ist das schon, aber trotzdem ein Riesen-Win. Denn eine Klage gegen eine riesige Company geht normalerweise eher mit Privatkonkurs für den Kleinen aus. Vor allem in America, wo Privatunternehmen sowieso alles regieren. Aber was sind schon $150.000 dafür, dass Roblox eigentlich exposed wurde für die Shit-Company, die sie sind? Vielleicht bekommen Eltern und auch viele andere jetzt Wind davon und nehmen Roblox die einzige Playerbase, die es hat. Unter 14-Jährige und dann folglich auch Pädophile. Dann können sie entweder endlich etwas unternehmen, um die Plattform kinderfreundlicher und sicherer zu gestalten, oder einfach das Game langsam sterben lassen. Und es ist gut zu wissen, wie viel es kostet, den falschen Ruf eines schlechten Unternehmens öffentlich zu ruinieren. $150.000. Ich spare schon mal auf EA. Okay, bye!